Ja, hallo, guten Morgen. Jetzt bin ich auf dem Weg zur Puerta del Sol. Das ist zwar ein allgemein touristischer Ort, aber er hat auch sehr viel mit dem spanischen Leben und der Gesellschaft zu tun. Und dort gibt es auch sehr viele Sachen, die oft nicht erklärt werden. Da habe ich gedacht, ich nehme dich jetzt mal mit und zeig dir mal, gib dir mal einen großen Überblick. Den Rest kannst du ja auch und genauere Details kannst du dann nachher in meinem Blog nachher weiterlesen. Ja? So, und nun gehe ich erstmal zum Metro. Und ja, dann sehen wir weiter. Na, alles nach und nach. Okay? Also ab zum Metro. Minute und dann geht's los. So, wir wollen die Calle Mayor raus. Hier in der Metro wirst du immer sehr viele Musiker antreffen, die aber auch eine Genehmigung von der Stadt brauchen. Der ist wohl da unten irgendwo. Kann man jetzt nicht sehen. So, da wollen wir mal rausgehen. Jetzt weißt du auch, warum ich hier raus will. Hier bin ich nämlich genau vor der Mallorquina. Da werde ich noch extra was drüber schreiben. Das ist einer der besten Plätze, wo du drauf hast und Napolitanas essen kannst. Da werde ich aber extra noch was dazu erzählen. Wir sind jetzt mitten auf der Puerta del Sol. Ich mache einen kleinen Rundgang und erkläre dir ein bisschen was. Okay, erstmal da oben kurz zusammengefasst. Auf vier eigene Plätze wie Mallorquina oder Casa de Correos werde ich danach getrennt nochmal eingehen. Okay? Also wir sind jetzt erstmal hier. Puerta del Sol. Tja. Da wird für Hunde gesammelt, allen möglichen Betrieb. Was du jetzt direkt hier siehst, das ist die Casa de Correos, das ist der zentrale Platz. Das ist das älteste Haus hier an der Puerta del Sol. Dazu werde ich aber noch mal getrennt was erzählen und hier vor diesem Gebäude findest du auch den Nullpunkt für alle Straßen, die von hier aus gemessen werden seit 1954. Der Brunnen kam auch in den 60er Jahren dazu. Hier ist dann die Statue von Karl III. Ja, okay, dann werde ich hier erstmal ein bisschen was erzählen und dann gehen wir noch ein bisschen weiter rum. Still call me sir.
There's a piece of gum from 91 that's hiding in your purse. Das scheint mir ja ganz gut zu sein. Also, eigentlich ist die Puerta del Sol der Spiegelplatz der spanischen Gesellschaft. Schon seit den letzten Jahrhunderten. Und der Platz der Puerta del Sol heißt auf Deutsch eigentlich Sonnentor und spielt eigentlich eine ganz zentrale Rolle im Leben der Spanier und insbesondere der Madrider. Zum einen ist es der zentrale Punkt Spaniens mit dem 1950 gelegten Kilometerstein, was ich ja schon gesagt habe, und für die strahlenförmig ausgehende 6 Hauptnationalstraßen. Und zum anderen ist es auch der Schauplatz politischer Ereignisse und Bewegungen. Ja, und zum dritten, hast du vielleicht gesehen, oben ist ein auf dem Türmchen ist eine Uhr, die sagt den Spaniern an, was die Stunde geschlagen hat. Denn hier versammelt sich dann das ganze Volk an Silvester und begrüßt hier das neue Jahr mit dieser Uhr. Und die schlägt natürlich an 12 Mal. Und bei jedem Schlag muss man eine Traube essen. Eine Traube steht für jeden Monat des Jahres. Und wenn das alles gut gegessen und runtergeschluckt hast, heißt das, dass du auch Glück haben wirst im neuen Jahr. Und dieser Platz ist jetzt sehr oft auch in Zarzuelas hier in Madrid bekannt geworden. Zarzuela ist eine Art Oper. Ne? Ja, und zur Geschichte der Puerta del Sol. Im 15. Jahrhundert war die Puerta del Sol ein Eingang in der christlichen Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert. Und zwar gab es hier zwischen der Calle Montero, das ist hier gleich links, diese Straße, und der Calle Carretas, die liegt jetzt hier gegenüber, da war die Stadtmauer eigentlich. Und hier war dann das Tor, also eigentlich da ungefähr, wo der Karl da oben sitzt. Ja, und das Ganze ging natürlich in Richtung Osten und da war auch eine Sonne drauf und deshalb hier ging es nämlich in Richtung, sagen wir mal, Zaragoza, Barcelona und deshalb halt Puerta del Sol. Und die Calle Carretas gegenüber kommt eigentlich aus der Zeit der kommunalen Kriege. Da erzählen wir noch mehr. Hier drüben. You take coffee with your cream. You squeak like a teen. And the Hugh Grant's... Da stand früher eigentlich die Kirche Iglesia del Buen Suceso und das königliche Krankenhaus. Rechts die Calle Jerónimo existierte gar nicht. Das war zugebaut. Das wurde aber dann danach im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts abgerissen. Hier vorne, das war danach das Grand Hotel de Paris. Dazu werde ich aber auch noch extra was sagen. Ja, wie ich sagte, das war hier eigentlich teilweise sogar vor der Stadtmauer. Und es war eher der Klatschplatz früher. Hier, wo die Casa de Correos steht und rechts daneben, war eigentlich das, waren die Gradas de San Felipe. Hier stand eigentlich früher ein anderes Kloster, das aber im Rahmen der Säkularisierung von Mendizabal abgerissen wurde. Ja, das Kloster hieß San Felipe und ja, die Casa de Correos wurde 1847 zum Innenministerium damals erklärt und deswegen riss man auch die umliegenden Häuser früher ab. Das war alles lange nicht so groß, wie es heute ist. Der große Platz entstand eigentlich erst damals. Das war früher alles viel, viel enger. Und die Häuser hier drumherum, das sind eigentlich 6 verschiedene große Häuser. Die wurden in dem gleichen Rahmen damals gebaut. Alle gleich. Vorher waren war jedes Haus anders. Ja, als ich nach Madrid kam, war der Platz noch lange nicht so angenehm, wie er heute ist. Denn hier fuhren noch Autos in alle Richtungen. Ich glaube, es gab 8 verschiedene Spuren. Und das änderte sich aber im Rahmen der Erneuerung 1986, als das hier zum Teil zur Fußgängerzone erweitert wurde. Und bei dieser Gelegenheit wurden dann auch die Straßenlaternen aufgestellt, die man im Volksmund eigentlich Supositorios nennt. Das sind Zäpfchen. Und dann kamen danach die Laternen, die du jetzt siehst, die sind im Ferdinand stehen, im Französischen. Mal gucken, ob wir das jetzt sehen können.
da diese Dinger da. Na? Ja, von 2004 bis 2009 haben wir dann ziemliche Bauarbeiten erleiden müssen hier. Und dann wurde hier dieses der unterirdische Verkehrsknotenpunkt gebaut, wie du ihn da siehst. Soll eigentlich so eine Art Wal sein, der da liegt. Das ist ein Riesending. Das ist so ungefähr 28 Meter tief, 207 Meter lang und 20 Meter breit. Und hier hast du dann, hier kommen auch Züge fast aus der ganzen Welt zusammen. Und die Halle, der unten drunter, soll die größte sein auf der Welt mit 7500 Quadratmeter. Ja, und ursprünglich war der Platz auch nicht so ebenerdig, wie wir ihn jetzt sehen, sondern der höchste Punkt war hier bei der Casa de Correos Real. Wir sind hier auf 635 Meter Höhe im Vergleich zu Alicante. Ja, dann wollte ich hier noch ein bisschen was zum Leben hier an der Plaza del Puerto del Sol sagen. Seit den 40 Jahren, die ich in Madrid lebe, hat sich das Gesicht der Puerto del Sol natürlich ziemlich verändert. Und auch sein wirtschaftliches und soziales Leben. Manchmal nicht unbedingt direkt zum Besten. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es hier nochmal in der Casa de Corredo, ganz unten, da werde ich ja Eckern nochmal ein längeres Video machen. Da gibt es sehr viel zu erklären. Da war der große Bazar. Dann hier drin sind Häuser, die jetzt mittlerweile fast zum Corte Inglés gehören. Dann wurden dadurch auch die kleinen Geschäfte, die es hier früher gab, verdrängt. Und das Älteste, was noch hier übrig geblieben ist, ist halt eben die Mallorquina, die ich ja von eben erzählt habe, von 1894. Ja, jetzt sind wir hier in der Calle Carretas. Das ist einer der Punkte, wo ganz wichtige Ereignisse hier passiert sind. Hier wurde nämlich am 12. November 1912 der damalige Ministerpräsident José Canalejas Méndez ermordet. Das ist die Straße Carretas, die halt so hieß, weil zur Verteidigung hier Leiterwagen aufgestellt wurden. Die Straße an sich hat nicht so viel, es ist aber schön zu spazieren zu gehen. War es halt hier auch Geschäfte und Kneipen, die sehr interessant sind. Ja, außerdem war hier noch als wichtiges Ereignis zu nennen, dass hier 1931 die Zweite Spanische Republik ausgerufen wurde. Und aus der Neuzeit hier, und das ist ja vielleicht auch bekannt schon, die Puerta del Sol ist seit dem 11. Mai 2011 zum Symbol der Bewegung 15M, 15M für 15. Mai, geworden. Und der Indignados, also der Empörten, aus dieser Bewegung ist dann die heutige politische Partei Podemos entstanden. Und vielleicht ist er ja auch jetzt mittlerweile bekannt, dass da jetzt einige Mitglieder dieser Partei in der aktuellen Regierung auch vertreten sind. So, und jetzt gehen wir mal zu dem Nullpunkt an der hier vor der Casa de Correos. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Wir standen gerade eben noch so viele Leute davor. Hier ist der Nullpunkt, diese Kilometertafel. Von hier aus werden alle großen Nationalstraßen gemessen, also die National 1 bis 6, ne? Und die halbkreisförmige Inschrift Origen de las Carreteras Radiales bedeutet Ursprung der radialen Landstraßen, und die sind in der Landkarte als Sonnenstrahlen angezeigt. Das sind eigentlich die Hauptverkehrsadern Spaniens. Und rechts davon haben wir das Wappen von Madrid, und links siehst du das Wahrzeichen von dem, also der Bau-, Kanal- und Hafeningenieure. So, dann gehen wir mal zum Bären.
So, dieser Teddy hier vorne ist bloß 20 Tonnen groß und er wurde schon in frühesten Zeiten zum Symbol von Madrid, denn hier gab es früher sehr viele Braunbären. Warum denn nun gerade ein Erdbeerbaum dabei ist, das weiß keiner so genau so zu deuten. Da kam auch erst später dazu, aufgrund der Aufteilung der Ländereien um Madrid vor 1222 natürlich, zwischen der Kirche und der Stadt. Der Kirche wurden die Weiden zugesprochen und der Stadt die Wälder. Ja, mit dem Erdbeerbaum, wie gesagt, der Verdacht steht, weil das heißt Madroño, das ist ja eventuell ja, so ein ähnlicher Wortklang, gab einfach. Aber andere behaupten, der Bär verkörpert den Adel und der Erdbeerbaum die Kirche. Ja, und die Statue wurde 1967 explizit für die Puerta del Sol geschaffen und sie hat schon mehrere Male an anderen Stellen des Platzes gestanden. Jetzt redet man eigentlich auch schon wieder, dass der Bär irgendwo rechts von der Casa de Correos aufgestellt werden soll. Ja, jetzt sind wir vor dem Denkmal von Karl III. Genau vor dem Haus mit der Leuchtreklame von dem Tio Pepe. Da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Ja, von dem behaupten die wohlwollenden Menschen, dass er der beste Bürgermeister Madrids gewesen sei. Und deshalb haben sie eben hier dann diese Figur von 1994 dahingestellt. Hier in der Inschrift ist zu lesen eigentlich, dass diese Figur auf der Grundlage von einem Original geschaffen wurde, die der Karl selbst in Auftrag gegeben haben soll, zur Ehre seines Vaters. Die spiralförmige Inschrift fasst die Geschichte seiner Herrschaft zusammen. Und wie ich gelesen habe, befindet sich im Inneren der Statue eine elektronische Vorrichtung, die eigentlich verhindern soll, dass die Tauben sich auf die Figur setzen und die dann bekleckern. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Unten sitzen sie wenigstens auf dem Sockel. Ja, was ich nicht wusste eigentlich, ist, dass der Platz, wo die Figur nun steht, auf Volksabstimmung hier 1995 ausgemacht wurde. Da muss ich wohl im Urlaub gewesen sein, aber mittlerweile hat der neue Stadtrat beschlossen, die Figur auch wieder woanders hinzusetzen, weil sie den Platz nicht so geeignet finden für die Statue. Naja, jeder hat so seine eigenen Vorstellungen davon. Ja, und nun mal jetzt noch zur Leuchtreklame hier von dem Tio Pepe. Da war ich früher eigentlich entsetzt, dass es sowas überhaupt gab. Die war eigentlich vorher auf dem Haus, wo heute Apple drin ist. Diese Reklame wurde schon 1931 auf die Dächer gesetzt. Aber mit der Reformierung des Hauses, was auch das Grand Hotel von Paris war, wurde das abgebaut und dann hier auf diesem Haus dann wieder aufgestellt, weil man denkt, das gehört mittlerweile zum Kulturerbe Spaniens. Wenn du mal in den 80er oder 90er Jahren durch Spanien gefahren bist, hast du ja sehr viel Reklame sehen können. Heute findest du nur noch diese schwarzen Stiere, die überall sind. Das kommt alles von derselben Firma aus Born. Die hat die Reklame wurde nicht abgebaut, dort darf nur nichts mehr dabei stehen. Es ist einfach jetzt Teil des Kulturerbe Spaniens. Ja, und nun sind wir vor der Statue der Marie Blanca. Passt eigentlich zu Deutsch nichts anderes als die Weiße Marie und weiß halt, weil die Statue nun mal weiß ist. Wir sind hier vor der Calle de Arenales. Hast du ja vielleicht schon mal gesehen. Und ja, diese Statue ist eigentlich eine Replik einer Statue mit demselben Namen, die 1625 aus Italien hierher gebracht wurde. Und im Laufe der Zeit hat sie hier in Madrid auch an verschiedenen Orten gestanden. Und das letzte Mal stand sie noch vor der Casa de la Villa. Das ist eigentlich nichts anderes als das alte Rathaus, was da in der Nähe von der Calle Mayor ist. Da gehen wir auch nochmal einen anderen Tag hin. Und ja, laut Inschrift hier eigentlich ist es die Göttin Venus.
die Göttin Venus und ihre linke Hand liegt auf dem Kopf des Liebesgottes als geflügeltes Kind. Das sollte man nochmal gucken. Ja. Ja, zu sagen wäre vielleicht noch, dass von der Porta del Sol 10 verschiedene Straßen rausgehen. Hier links, wo wir jetzt hingucken, ist die Calle Mayor. Hier fängt die Nummer 1 an. Hier gleich vorne haben wir das Haus Casa de Corredo. Wie gesagt, da wollte ich ja nochmal extra ein Video zu machen. Da müssen wir länger drüber reden, weil dieses Haus in mehreren Fällen Geschichte gemacht hat. Hier daneben haben wir jetzt, wie ich eben schon mal sagte, die Calle de Arenales. Arenales, weil das alles hier früher sehr, sehr sandig war. Und dann geht es immer weiter. Ich nenne jetzt nicht alle Straßen. Und hier vorne, jetzt gucken wir direkt auf das Haus von Apple, was früher das Grand Hotel de Paris war. Linke Hand, wo oben auch dann diese Statue mit den Pferden drauf ist. Das ist die Calle Alcalá und rechts davon die Calle de San Jerónimo. Das sind so die wichtigsten Straßen, die du auch hier erkennen musst. So. Dann hoffe ich, dass dir dieses kleine Video über die Porta del Sol gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Okay? Wird sowieso jetzt auch noch die anderen 4 wichtigen Punkte hier an der Porta del Sol in einem separaten Video erklären. Ja? Dann sehen wir uns ja wieder. Bis dann. Tschüss. Dein Heinz aus Madrid.